Jo Leute, jo Leute, jo Leute! Wir sind vor dem Tor nach Tolonoaro-Tol. Oder so ähnlich. Und ich weiß nicht, was wir sonst machen, aber ja. Wir können da nach unten gehen. Was bringt uns das? Ich will da eigentlich nicht runtergehen, da komme ich nie wieder hoch. Lass mal kurz gucken auf die Karte. Wie kommen wir denn da? Ah, hier können wir uns runterseilen lassen. Lass mal gucken, wo wir uns runterseilen können. Hier. Okay. Können wir ja gleich da runterspringen. Würde ich mal meinen. Hä, was ist da für ein Fettsack? Ups, das wollte ich nicht. Siehst du das? Gallenschlund, Digga, was ist das? Können wir hier hoch? Können wir den von oben vielleicht angreifen? Da ist auch noch eine Machtessenz oder so. Was ist das hier? Ah ja, hier geht's im Kreis hoch. Okay, ein kleiner Jimmy hier tot. Boah, diese Kombos sind schon stark einfach. Und wir kriegen direkt einen kleinen Poncho. Das kriegen wir. Ah, taktische Hose, okay, geht klar. Kann man sich gönnen, würde ich meinen. Dann lass mal kurz gucken, ob wir den Typen da hinten angreifen können. Weil ich kenne den nicht. Und das ist einfach ein Stegosaurus oder so. Wir können den nicht angreifen von oben, oder? Nein, können wir nicht. Hallo. Greif ihn kurz an. Scheiße, da wurden wir einfach überrollt von dem Fettsack. Komm, komm, komm. Okay, er ist sehr langsam. Dafür bin ich einfach bad. Aber dafür kann man wohl nichts. Boah. Der arme Fetti, Digga. Scannen können wir den natürlich nicht mehr. Wir haben den ja schon von Weitem gescannt. Hier können wir hochlaufen. Dann lass mal hier hoch. Und dann können wir da zurücklaufen. Lass mal kurz gucken. Ja, okay, da geht's dann zu unserem Ziel. Dann lass mal zuerst hier lang laufen. Die Steine hier noch umwerfen. So, schön, schön. Ah, okay, hier gibt's einfach ein Priorit. Ja, da waren wir noch nie bei Domas Laden. Das werden wir auch noch irgendwann testen, wenn wir einfach den Weg zurücklaufen. Da oben ist es, kommen wir da lang. Oh. Knapp, aber wir haben es geschafft. Let's go. Gesundheitsessenz erhalten, das ist natürlich sehr schön, mehr Leben zu erhalten. Hier geht's nichts weiteres, dann lass mal die Mission weiterführen. Oh, hallo Vogels. Da unten kann man halt runterklettern, aber was gibt's denn da unten? Da sind halt auch irgendwelche Gegner und so, aber eigentlich würde ich da schon mal runtergehen, später. Hoch geht's hier nicht. Okay, die Druiden sind alle noch alle beim Bauen. Okay, okay, okay. Tut mir sehr leid, Jungs.
Aktiviere die Abkürzung darüber. Let's go. Komm her, Digga. Scheiße, da sind zwei. Versuch du das mal. Halte sie auf. Oh, wir haben Verwirrung eingesetzt. Der greift den Typen jetzt an. Wo bleibt der Spaß, wenn du wegrennst? Wir haben keine Macht. Ah, perfekt. Bringt jetzt natürlich nichts, wenn der andere tot ist. Aber komm. Ah ja. Kurz One-Tappen und so, wie ich immer mache. Ah, nochmal im Priorit-Klumpen. Ja, wird nie langweilig oder so. Ah, hier gibt's einen. Ich wusste, dass es ein Poncho geben muss. Boah, ein Hemd. Sehr schön natürlich. Bevor wir da reingehen, ich möchte eigentlich da runtergehen, ob es da irgendwas Wichtiges gibt. Also, es sieht nicht so aus. Aber da kann man sich auch hochschwingen, okay. Lass mal hier ganz runtergehen. Den Vogel habe ich noch nie gesehen, oder? Scannen kann ich ihn nicht, also vielleicht habe ich ihn schon mal so einen erledigt. Ja, da gibt's was. Hinter dem Wasserfall. Das ist seltsam. Was war das? Erschütterte Entschlossenheit. Setze deine Fähigkeiten ein, um das Ziel zu erreichen. Was ist das? Oh, so ein Hundesohn. Er hat nochmal, er hat einfach angetäuscht. Aber okay, dann lass mal hier rüberspringen. Boah. Nein! Okay, da müssen wir da rüber dann. Das schaffen wir aber, das können wir schaffen. Ich dachte, das geht auf Timer, aber das geht nur so auf Timer. Das heißt, das ist tatsächlich nicht so wichtig. Was? Ey, wie spät geht es denn weg? Das ist ja mal wieder tragisch. Was ist das aber hier? Warum sind wir mitten im All? Da ist einfach ein Sternzerstörer. Nein, das sind noch... Ja, das sind noch Venator... Star? Venator-Klassen, oder nicht? Von der Republik, glaube ich. Ah, Rennen. Hä? Das ändert sich immer. Warum ändert sich das denn immer? Was ist denn das? Okay, lass mal kurz gucken. Hier sind wir genau in der Mitte. Bin ich dumm? Das ist nach jedem Mal springen. Danke an die Leute, die das schon gecheckt haben. Mich verronten. Nice. Oh mein Gott. Nein! Wir hätten eine Millisekunde später drücken müssen zum Springen. Ich bin echt geistig eingeschränkt. Aber das wisst ihr bereits schon, wenn ihr mein Let's Play schaut. Deswegen kein Problem. Hoch damit. Wir springen hier runter. Springen nochmal, dann kommen wir hier perfekt durch. Hier können wir zurückkehren. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Was hat es uns so gebracht? Was wird es uns bringen? Abgeschlossen. Erschütterte. Abgeschlossen. Ja, ich möchte zurückkehren, bitte. Wie viel EP bekommen wir dafür, oder? Vielleicht bekommen wir dafür irgendwas Schönes. Ich weiß es nicht, Baby. Es war ein Echo der Macht. Aber verwundet, bruchstückhaft. Als würde etwas fehlen. Was immer ich getan habe, es scheint geholfen zu haben. Anscheinend schon. Immerhin haben wir einen Fähigkeitenpunkt erhalten, den wir später benutzen können. Den können wir jetzt benutzen schon. Aber okay. Warte, hier die Steine.
So, nice. Hier gibt's nichts, oder? Ja, lass mal wegrennen, bevor die mich angreifen. Lass mich in Ruhe. Du willst so, mich greif deinen eigenen an. Haha. Ich komm da nicht hoch. So, nice. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt, aber ich lass mal kurz schauen, für was wir den Fähigkeitenpunkt einsetzen können oder könnten oder ob wir auf 2 sparen würden. Das wäre jetzt sehr wichtig, nämlich zu wissen. 8 Fähigkeiten verfügbar, die wir freischalten können. Wir können aber in 2 Lichtschwerter. Ach. Ist natürlich ganz nice, speziell wenn da mehrere Druiden sind. Um mehrere Druiden auszuschalten, das wäre zum Beispiel auch wichtig in der vorletzten oder in der letzten Folge, wo wir im Raiderlager waren und da die ganzen Kampfdruiden mit dem Kampfdruiden Schiff auch waren. Da wäre das zum Beispiel wichtig, aber keine Ahnung, die Fähigkeit Voraussetzung noch nicht erfüllt, ich weiß ja nicht, was, ob das so krank ist. Es gibt noch 2 andere Lichtschwertmodi, ich weiß nicht, wann wir die freischalten, aber irgendwann müssen wir die ja freischalten. Oder natürlich, wir könnten unsere Machtfähigkeiten verbessern. Wenn ein Gegner besiegt, regeneriert der Macht. Das ist natürlich auch sehr gut. Ja, das juckt zum Beispiel nicht, verlangsamen juckt nicht so fett. Maximale Macht juckt auch nicht, aber hier, dass die Macht sich regeneriert, ist natürlich auch sehr stark. Radialschub, Schub in weiteren Bereichen und dass mehrere Gegner ins Wanken geraten. Radialschub, weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Verwirrung könnten wir aber mal holen. Einfach so, weil wir das haben. Ich würde sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich ja nicht so viel gegen Tiere kämpfen, deswegen würde ich mal sagen, wir holen uns das hier, damit Kerl Macht regeneriert, wenn ein Gegner besiegt. Und danach würden wir tatsächlich mal diesen Verwirrungspunkt holen, dann können wir das auch eventuell bei größeren Gegnern einsetzen. Okay, dann lass mal zurückgehen. BD kommen. Oha. Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Das ist natürlich krank, dass die hier auch aktiv sind. Von da sind wir gekommen, da gibt's also nichts. Was dieser Posten bringt, nicht so viel. Können wir einfach hier reinspazieren? Es geht los. Öffne das Tor zum Wald. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Okay, hinter uns ist nichts. Falls was ich übersehen haben könnte, nein. Dann lass tatsächlich weiter rennen. Hier ist eine Abkürzung. Basaltgraben. Zivil, das ist keine Abkürzung. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Okay, das funktioniert noch nicht. Wir müssten darüber springen und das deaktivieren. Dann lass mal die Wandsprünge machen. Ich bin mir tatsächlich gerade unsicher. Ich möchte kurz herausfinden. Fähigkeiten. Können wir mit unserem Lichtschwert eigentlich... Ja, können wir damit auch die werfen? Hier, Lichtschwertwurf. LB plus Y. Das will ich testen. Funktioniert das? Ja, natürlich funktioniert das. Oha, das ist krank. Aktiviere, aber es funktioniert natürlich immer noch nicht. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Schiebe ich das einfach? Ich schiebe das einfach. BD aktiviert es. Wie bist du eigentlich hierher gekommen gerade und wieder zurückgerannt? Das ist schon irgendwie krass.
Nice, wir haben die Abkürzung freigeschaltet. Können wir hier einfach drauf springen? Ja. Die armen Vogelis. Da geht es wahrscheinlich weiter. Hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Was hat WD1? Einige dieser Steinsäulen sind locker. Okay, was bringt mir das so, dass die locker sind? Ich kann die Bäume ja nicht kaputt hauen oder so, deswegen. Das juckt nicht. Ist der einzige Weg, den wir haben? Ja, ist leider der einzige Weg. Oder? Ja, hier ist nichts. Dann lass mal den Weg hier gehen. Nein, wir können hier nicht lang. Ah, okay, ich sehe, wir müssen an den Wänden langlaufen. Uah. Knapp, aber wir haben es geschafft. Können wir da hoch? Bestimmt, oder? Ja, da können wir auf jeden Fall hoch. Eventuell auch nicht. Das ist sehr tragisch. Das werde ich direkt nochmal probieren, aber das geht doch bestimmt. Oh Mann, was denn das für ein Scheiß? Und ich konnte nicht rechtzeitig LT drücken, um mich da dran zu befestigen. So, danke. Lass mich hier bitte hoch. So, jetzt hier. Hier muss man doch drankommen. So, danke schön, Madame. Hier geht's nur Priorit. Oh, so ein Scheiß. Priorit. Das juckt niemanden. Ich schwöre, können wir hier hoch? Nein, können wir nicht. Okay. Dann lass weitergehen. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenanor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Imperium. Das Imperium ist hier aktiv. Sie uns gesehen haben. Gehen wir. Geht's hier runter? Nein, hier geht's nicht runter. Riesige Klippe. Oha, was ist für ein Jedi-Tempel? Aber das Imperium weiß davon wahrscheinlich schon, deswegen wahrscheinlich sind da Imperiale, die uns nicht gut gesinnt sind. Sehr tragisch. Aber was soll man machen? Springen wir hier einfach rüber? Wahrscheinlich. Runter geht's nicht, es geht nur hoch. Okay. Was erwartet uns hier? Oh, erstmal eine Ladezone. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und wisst ihr, was auch nicht so gut ist? Dass die Folge jetzt beendet ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind so kurz vor einem Fähigkeitenpunkt, wir kommen ja nochmal zurück und benutzen den. Tschüss!